Hallihallo Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Challenge, The Binding of Isaac. Ich denke, wir gehen heute mal in die Meet Forever Challenge, einfach weil das ist so wirklich mit die Challenge. Ich habe die, ich glaube, 6 Mal schon versucht. Ich bin immer gescheitert durch Dummheit. Wirklich, immer durch Dummheit. Das möchte ich heute ändern. Wir spielen wieder mit Maggie, weil Maggie cool ist. Maggie hat den Maggie-Bonus. Und wir starten in der Meat Forever Challenge natürlich mit einem Level 4 Meat Boy. Kleiner Bug am Rande. Man muss schon wirklich sagen Bug. Man kann einen zweiten Meat Boy bekommen, indem man sich halt die Cube sammelt. So kann man, ich glaube, soweit ich weiß, mit zwei Level 4er Meat Boys rumlaufen. Was schon sehr heftig ist im Endeffekt. Ich meine, die machen ja schon gut Schaden eigentlich. Auch wenn ich nicht so der Fan von den Dingern bin. Aber naja. Bombis und Geheimraumis. Jetzt werden wir gleich wieder Schaden kassieren, weil wir zurücklaufen müssen. Aber egal, ich habe mein Heart. So, im nächsten Raum finden wir zwei von unseren kleinen abgestoßenen Brüdern vor. Und einen Rusted Key, der, soweit ich das jetzt gerade im Kopf weiß, unsere Chance erhöht, Schlüssel zu bekommen. Aber ich habe schon sehr lange nicht mehr in die Wiki geguckt, irgendwie. Ja. Ich bin mir also nicht hundertprozentig sicher. Soll aber nicht das Problem sein. Hier haben wir nichts mehr. Das heißt, wir gehen jetzt einfach zum Boss rein. Unser Meat Boy wird schon gut Schaden anrichten. Vor allem bei den ersten zwei Bossen. Weil die ja nun nicht wirklich sonderlich schwer sind. Und wir bekommen schon Pip. Ja, es ist immer Pip. Pip. Sag, wieso eigentlich nicht? Wieso sage ich immer Pip, denke ich gerade? Heißt ja Pin. So komische Pinnadel, ey. Aber Meat Boy ist schon ziemlich heftig, was den angeht. Und unser Boss ist tot. Wir bekommen ein bisschen Lippenstift. Für Maggie natürlich genau das Richtige. Und wir gehen jetzt mal lippenstiftmäßig in die nächste Etage verziehen. Und ich glaube, hier können wir einfach Meat Boy die Arbeit machen lassen. Der hat so viel Spaß dabei. Seht euch dieses Lächeln an. Der ist einfach nur glücklich. Seht ihr? Glücklich. Und unser erster Schlüssel. Perfekto. Und hier kommen wir auch nicht weiter. Ich bräuchte Bomben. Oder ein bisschen mehr Geld für den Shop. Dun, dun, dun. So, Meat Boy macht seine Arbeit. Ja, braver Meat Boy. Ja, hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. Du bist ein ganz süßer. So, bada bang. Bombe, Schlüssel, Herz setzt sich nicht ein, das ist ja schwachsinnig irgendwo. Boss besiegt, Mini-Boss meine ich natürlich. Komm. Aua. Aua. Oh nein. Noch mehr Aua. Yes! Die Ivy Bag. Portable Blood Bank. Ah, scheiße. Genau das wollte ich nicht haben. Ich wollte das Herz-Upgrade haben. Und ich dachte, ich kann mich jetzt voll freuen. Aber nein. Das Spiel denkt sich einfach nur so, boah, zweite Etage, er hat schon 4 Herzen. Nee, da krieg ich nicht noch mehr. Das wäre viel zu einfach. Gib mir eine Portable Bloodbank, die ich wohl nie einsetzen werde. Weil das normale Herz irgendwo mehr Sinn macht. Aber noch eine Kiste mit Bomben. Ich habe 3 Bomben, ich versuche mein Glück rechts. Nun komm. Yes! Und Spider-Bite! Slow-Effekt auf unseren Schüssen. Perfekt. Also, schönes Upgrade, das wird interessant werden. Slow-Effekt, wenn der einsetzt, ist der mal richtig geil. Weil einfach alles total langsam ist von den Bossen und Gegnern und whatever Rilul die du siehst. Und eine Pille. Komm, das ist eine verdammte, keine Telepills. Friends till the end, okay. Oh, das erinnert mich gerade an die 9-Tode-Challenge. Übrigens, falls ihr die 9-Tode-Challenge nicht gesehen habt, das sage ich nicht oft, aber wirklich, das war wohl bisher mein allerliebster Binding of Isaac Run aller Zeiten. Wenn ihr euch das anschaut, dann seht ihr warum. Es hat nämlich sehr viel mit Fliegen, es hat nämlich was mit Massfliegen zu tun. Und es war einfach die coolste Challenge von allen und die wohl
spannendste auch und die lustigste auf jeden Fall. So alles. Das Ding, diese Challenge hatte alles. Muss ich einfach so sagen. So, und ich werde jetzt zum Shop gehen. Wenn da was so Gutes für 15 Münzen ist, dann werde ich wohl nochmal entweder unten rechts eine Bombe einsetzen oder mit der Portable Bloodbang ein bisschen rumprobieren. Und wir hätten den Steam Summer Sale. Ja, ich glaube, waren hier unten rechts 2 Münzen. Bitte. Ja, sogar ein paar mehr Münzis. Holen wir uns den Summer Sale. Man kann nie genug Summer Sale haben. Ich könnte jetzt auch auf die Karte ein bisschen wettern, dass da was Gutes ist mit der Bloodbank denn. Aber nee, das ist mir zu viel Risiko. Ich lasse jetzt erstmal Meat Boy den zweiten Boss plätten. Es ist Monstro. Well, mit Slow dürfte das noch weniger problematisch werden. Außer natürlich, ich stehe in einer behinderten Position. Komm, slow dich. Ja, und geslowt. Jetzt war es sowieso. Bam. Und squeeze 2 blaue Herzen und Tears Up. Tears Up finde ich übrigens immer, ist sogar mit mein Lieblings-Upgrade im ganzen Spiel geworden. Ich habe Tears Up teilweise lieber als Damage Up, weil ich einfach liebe, wenn jemand schnell schießt. Vor allem, wenn da noch irgendwelche Effekte drauf sind. Zum Beispiel bei mir der Slow-Effekt, der sich hier gerade extrem geil bemerkbar macht. Ich meine, was will man mehr? Schlüssel brauche ich noch nicht. Na komm, das kann Meat Boy auch wieder regeln. Oder auch nicht, weil Meat Boy ist gerade egoistisch. Der rennt einfach mal zum letzten durch, weil er es kann. Und das Foto hier schon, The Polaroid. Nehme ich doch gleich mal mit. Und ich riskiere es. Komm. Weißes Herz. Warten. Nicht mitnehmen. Erst mitnehmen, wenn Boss besiegt und so. So. Ah, no. Da kommt ihr kleinen Ghouls. Ghouls, Ghouls, Ghouls. Das ist voll Old School. Old Ghouls. Gott. Ja, es gibt so manche Gegner im Spiel, die sind einfach nur Arschlöcher. Das ist auch so einer. So, Schlüssel mitgenommen, weil sie es jetzt liegen gelassen. Erst den Boss besiegen. Ja, ich passe momentan etwas mehr auf. Zumindest ein bisschen mehr. Rusted Key brauche ich nicht mehr, das sowieso nicht gerade ein gutes. Und Polaroid ist ja so oder so Over-the-top-Item, vor allem wenn man nur blaue Herzen hat, wie mit dem Blue Baby, und ein Dauerschutzschild hat, was natürlich das Coolste überhaupt ist. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Ich tue euch doch nichts. Na, so. Und kein Item-Drop. Wo könnte denn der Boss sein? Er muss ja links oben sein oder links, links. Oder links rechts. Nö, hier haben wir den Shop. 2 Münzen noch, dann könnte ich mir ein großes Item im Shop kaufen. Au. Naja. Auf nach links zu neuen Abenteuern. Mit einer goldenen Kiste, die ich mal aufmachen werde. Mit noch einer goldenen Kiste. It's a Chestception. Und einer verdammten Münze und einem halben Herz. Traurig. Dafür habe ich soeben 2 Schlüssel geopfert. Und da habe ich meine Münzen. Dankeschön, Meat Boy. Also dieses Lächeln von dem großen Meat Boy finde ich einfach immer so adorable. Also einfach nur total geil. Cool. Mom's Coin Purse. Definitiv. 4 Pillen will man immer haben. Und das ist eine Health Up Pille. Nee, Puberty macht gar nichts. Health Up Pille. Bad Guess. Jetzt aber Health Up Pille. Nein, Telepilz. Natürlich. Natürlich. Jetzt aber Health Up Pille. Komm. Na, das gibt's doch gar nicht. Komm, nehme ich die Pille noch. Haben wir alle. Tears Up. Okay. Range ist zwar down, aber Range ist jetzt nicht so over the top.
Nur in manchen Situationen, aber die haben wir gerade nicht. Okay. Ich könnte mal ein Laufspeed-Upgrade vertragen. Ich komme so langsam vor. So. Und die Fliege ist auch weg. Und noch ein Schlüssel. Wir haben wieder Schlüssel. Yay. Nee, ich habe keine Bomben mehr. Kann ich also gar nicht riskieren. Und damit haben wir den Weg zu Meat Boy Nummer 2 getätigt. Und Meat Boy Nummer 1 will gar nicht es angreifen. Der denkt, der ist viel zu cool. So. Da konnte ich gar nicht mehr ausweichen. Unmöglich. Da habe ich mich zu schlecht positioniert. Und ein Cube of Meat. Wie gesagt, der Weg zum zweiten Meat Boy ist gewappnet, geebnet, ge-whatevered. Ich würde mich echt mal interessieren, wie es damit ist, mit zwei Meat Boys rumzulaufen. Da muss ja ein hammerharter Schaden rauskommen dann. Und ja, ich weiß, der Weg zum Weißen Herz ist gerade ein bisschen lang. Lululululu. Verdammt. Auf dem Rückweg. Okay. Und mitgenommen das Polaroid. Ich mag die Musik immer noch. Sie wird niemals langweilig irgendwie. Und passt immer perfekt zur Situation irgendwo. So. Und ein neues Herz dazu. Würde ich doch sagen, yeah. You shall not die. You shall not die. Jetzt aber würde ich mal ein Laufspeed upgrade. Wie gesagt, ich würde es bevorzugen. Uiuiuiui. Ja, ich uiuiuiui hier gerade ein bisschen. Wieso lag da in der Mitte eine Bombe? Sinnloses Leveldesign. Ein Punkt dazu. Herzen und ich, ja, ich gehe mal hier rechts rein. Friends to the end. Und mein Herz wieder eingesetzt, volles Leben. So kann man auch mal gut die Räume ausnutzen, weil ich gehe ja sonst eigentlich wirklich nie in die Räume. Aber ich habe gelernt, dass da teilweise wirklich geile Sachen drin sein können. Und dass ich das Leben opfern dafür zwar nicht immer lohnt, aber manchmal. Man kann es riskieren, es lohnt sich. Ah! Das war auch schon wieder so eine doofe Aktion. Ich bleib einfach stehen, das ist cool. Und ist der Shop. Ich geh einfach mal reingucken. Komm her, blaues Herz. Ja, ich hätte mir das auch aufsparen können, aber egal. Ich hab keinen Bock, wieder so lange zu laufen gleich. Versteht ihr das denn nicht, Leute?